Herr Professor Zastrow, ist das der richtige Schritt? Wenn ich selber schon einmal Corona hatte, muss ich jetzt nicht in Quarantäne, wenn ich auf jemanden treffe? Ja, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Denn das haben wir von Anfang an eigentlich alle vermutet, dass wir eine Immunität haben werden. Bei den meisten Viruserkrankungen haben wir eine lebenslange Immunität. Und das wird hier auch nicht anders sein. Man hat es sich vielleicht nicht getraut, weil es auch unterschiedlichste Berichte gab, insbesondere auch aus China. Also ich finde das absolut richtig. Ich gehe auch davon aus, dass man eine Immunität hat. Das werden wir dann sehen, ob sie ein paar Monate ist oder ein paar Jahre oder sogar lebenslang. Aber auf jeden Fall ist das natürlich gut für die Gesellschaft. Und zweitens senkt es auch die Zahl der Tests, die dann sinnloserweise, überflüssigerweise gemacht werden. Also das ist insgesamt eine gute Entscheidung vom RKI, dieses so zu empfehlen. Und wenn dann doch jemand Symptome bekommen sollte, dann kann er ja auch noch eine ganz andere Erkrankung haben, aber dann macht man eben den Test, aber nicht von vornherein erstmal wieder alle nach Hause schicken und auch den Test machen und am Ende kommt gar nichts bei raus. Also mal ganz kurz an einem praktischen Beispiel. Der Politiker Friedrich Merz hatte sich ja bereits mit Corona infiziert, ist dann geheilt und ist jetzt trotzdem wieder in häuslicher Quarantäne, weil er auf einen Menschen getroffen ist, der jetzt positiv getestet worden ist. Das ist dann ab jetzt einfach eigene Bestimmung, ob man das machen möchte oder nicht. Aber wenn ich weiter rausgehe, stelle ich eigentlich keine Gefahr dar. Genau so ist es. Er hat die Erkrankung einmal durchgemacht, er ist wieder gesund, also wird er auch ausreichend Antikörper haben, dass er dadurch, dass er einen Kontakt nochmal hatte zu einem positiven Corona-Menschen, wird er kein Überträger mehr sein. Also er ist mit Sicherheit gar keine Gefahr, deswegen auch keine Quarantäne. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.